Sodele, liebe Community, herzlich willkommen zurück zu EA Sports WRC. Wir sind noch, Moment, wir sind noch, wie heißt die hier, in der NR4-R4 Meisterschaft hier, Rally Mediterraneo. Und die nächste Etappe heißt jetzt Alba Relo. Und ich würde sagen, wir... Das muss ein produktiver Service für die Technik... Ja, ja, du laber weiter. Ich würde sagen, wir labern aber selber heute auch nicht so lange rum. 5, 4, 3, 2, 1, go, einfach rechts. Sondern wir konzentrieren uns jetzt hier aufs Fahren, wollte ich sagen. Links. Und mittel rechts. Und einfach links, schneiden. Langsam in einfach rechts und scharf links bei Zaun in einfach rechts. Scharf links. Leicht rechts in einfach links. Langsam scharf rechts. Kehre links. Und einfach rechts, über Welle, Kuppe, Mitte links und Mitte rechts. Kuppe, nach Kreuzung, Mitte links und einfach links, nicht schneiden. Scharf rechts und einfach links. Scharf rechts, wird enger. Einfach links, in einfach rechts, in einfach links. Kuppe und Mitte links, in leicht rechts. In einfach links, Mitte links. Scharf rechts, nicht schneiden und scharf rechts. Und einfach links. Und einfach rechts. Mauer innen. Mitte links. Mitte rechts. Nicht schneiden. In leicht links. Mitte rechts. In einfach links. Einfach rechts. Mitte links. Scharf links. Und einfach rechts. Achtung. Mitte links. Und einfach rechts. Langsam. Scharf links und leicht rechts. Leicht links. Langsam, einfach rechts. Und einfach links. Achtung, scharf rechts in Brücke und scharf rechts. Einfach rechts, schneiden. Achtung, Mitte links. Und einfach rechts, nicht schneiden. In leicht links, scharf links. Und Mitte rechts. Mitte links. Mitte rechts. Nicht schneiden. Einfach rechts. Mauer innen. Scharf links. Mitte rechts. Nicht schneiden. Scharf links. Leicht links. Mitte rechts. Mauer innen. Einfach rechts. Einfach rechts. Einfach rechts. Über Welle. Langsam. Scharf links. Einfach rechts, bremsen. Mittel rechts, in leicht links. In mittel links. Und leicht links. In leicht rechts. Und einfach rechts. Mittel rechts, in leicht links. Mittel links, in leicht rechts. Einfach links, in leicht rechts. Einfach rechts.
Achtung, in leicht links. Mitte links. Einfach rechts. Achtung, einfach rechts. Nicht schneiden. Und einfach links. Einfach rechts. Und einfach rechts. Mach zu, scharf. Nicht schneiden. Scharf links. Achtung, leicht links. Mach zu, scharf. Nicht schneiden. Mitte links. Mitte rechts. Und einfach links. Und leicht rechts. Links halten, in einfach rechts. Und leicht links. Und mittel rechts, in leicht links. Bremsen. Scharf links. Einfach rechts. Mittel rechts. Einfach links. Einfach links. Verdeckt. Mittel rechts. In einfach links. Einfach rechts. Achtung, leicht links. Mach zu, Mittel. Ja, komm rum. Oh, da war er doch. Da! Nein! Nein! Nein, es ist passiert! Sie haben sich auf dieser schwierigen Etappe wacker geschlagen, aber leider hat es nicht gereicht und die Crew ist in der Gesamtwertung zurückgefallen. Das Nein! Scheint nach der Kollision ziemlich stark beschädigt zu sein und obwohl es der Crew gut geht, wird es nicht leicht sein, den Wagen wieder in Gang zu bringen. Neustart? Habe ich die Möglichkeit? Normalerweise hat man die Möglichkeit, Neustart zu machen. Ich meine, ich hätte mir eingeräumt, Neustart zu machen. Ja, ich weiß, es ist unrealistisch mit Neustart. Aber ich würde mir ganz gerne, wenn ich es denn kann, einen genehmigen. Dein Wagen hat einen Totalschaden erlitten. Du kannst nicht weiterfahren. Du kannst die Etappe, falls möglich, neu starten oder aus dem Event ausscheiden. Ja, 5 Neustarts habe ich mir eingeräumt. 5 Stück. Weil man kann sich ja einstellen, dass man unbegrenzte Neustarts haben will. Also so viel neu starten will, wie man möchte. Ich glaube, man kann auch keine Neustarts einstellen. Dann wäre man nämlich jetzt raus. Und ich meine aber, 5 Neustarts ist das Minimum, was nach keine kommt. 5 Stück. Und es sagt ja keiner, dass ich alle 5 Neustarts benutze. Das sagt ja keiner. Aber so 2-3 Neustarts im Zweifel habe ich mir eigentlich schon eingeräumt. Weil ansonsten wäre diese Folge jetzt vorbei. Weil dann hätten wir die Rallye jetzt verloren, weil wir letzter sind. Und dann wäre die Folge jetzt hier abmoderiert und vorbei. Und ich glaube, ein bisschen Renn-Action wollt ihr ja schon sehen. Also, ich gönne mir jetzt einfach mal einen Neustart. Also, ich hoffe, das ist angenehm für euch. 3, 2, 1, go, einfach rechts. Ja, es gibt ja immer die Leute von euch und die Leute, die sagen: Ey, nee, Maulwurf, du wärst jetzt raus. Ja, auch da, weiß ich nicht. Also ich bin dafür, dass wir uns 2-3 Neustarts im Falle eines Falles einfach gönnen. Wenn die Mehrheit von euch natürlich anderer Meinung ist, also ich gehe jetzt nicht von 1-2 Leuten aus, sondern da sollten wirklich mal ein paar mehr Leute kommentieren, was mich im Übrigen mal auch freuen würde, wenn mal ein paar mehr Leute kommentieren und nicht immer nur die 1-2 üblichen Verdächtigen. Aber natürlich könnt ihr in solchen Fällen auch gerne versuchen, ein kleines bisschen mitzubestimmen, aber ich bin halt dafür, so 2-3 Neustarts, die sollten schon drin sein. Mitte links und Mitte rechts. Also in der Karriere, ich rede jetzt von der Karriere. Weil bei den Moments-Videos, da habe ich ja sowieso eine andere Regelung. Bei den Moments-Regelungen habe ich ja gesagt, komm, die Moments werden so lange neu gestartet, bis wir es entweder geschafft haben oder bis die Stunde rum ist, dass ich euch das Gameplay von dem jeweiligen Moment, was gerade ist, gezeigt habe.
einfach links. Unabhängig welche von der Platzierung, aber hier in der Karriere wiederum, da möchte ich mir schon ganz gerne 2-3 Neustarts genehmigen dürfen. Links. In leicht rechts. Ja, einfach in der einen Kurve ein kleinen Ticken zu schnell gewesen. Ja, passiert notiert. Und versuchen jetzt in dem Durchgang besser zu machen. Scharf rechts, nicht schneiden. Und scharf rechts. Und einfach links. Und einfach rechts. Mauer innen. Mittel links. Mittel rechts. Nicht schneiden. In leicht links. Mittel rechts. In einfach links. Einfach rechts. Mittel links. Scharf links. Und einfach rechts. Achtung, Mitte links und einfach rechts. Langsam. Scharf links und leicht rechts. Leicht links. Langsam, einfach rechts. Und einfach links. Achtung, scharf rechts in Brücke und scharf rechts. Da wollte ich noch gesagt haben, lag wohl doch am Renault die Tage bei dem Moment, wo wir die Momentauffolge gemacht haben, wo ich mit dem Renault mich die ganze Zeit weggedreht habe, weil mit dem anderen Auto in der Folge danach, ich weiß gar nicht mehr genau, welcher das war, jetzt im Kopf habe ich es gerade nicht, aber die Folge, die wir nach dem Renault-Turbo gemacht hatten, müsste sogar die letzte Folge gewesen sein. Da kam ich ja auch mit der Fahrphysik wieder klar, also es lag wohl echt an dem... Hoppala. Es lag wohl echt an dem Renault, dass wir so viele Fails gemacht haben. Aber eigentlich, muss ich sagen, komme ich mit dem Subaru hier auch sehr, sehr gut klar. Also, die Fahrphysik ist mega nice und das mit Controller, muss ich sagen. Also, ich kann es nur nochmal sagen, auch an alle, die sich kein Lenkrad leisten können oder sonst irgendwas. Dieses Spiel hier lohnt sich auch definitiv mit Controller. Also, die Fahrphysik ist mega geil, auch mit Controller. Ich war einfach nur zu schnell gerade. Definitiv, das war mein Fehler. Einfach viel zu schnell gewesen. Also das hat nichts mit der Fahrphysik zu tun. Einfach rechts. Einfach rechts. Ja, wenn einmal der Wurm drin ist, ist er jetzt eh drin. Ich muss wieder aufpassen. Einfach rechts. Ich muss mich wieder mehr konzentrieren hier, weil ich habe das Gefühl, jetzt im zweiten Versuch hier habe ich schon bis zu unserer Unfallstelle mehr Fehler gemacht wie in dem Lauf davor, aber. Einfach rechts. Bremsen. Solange wie wir immer nur mal irgendwo leicht anecken, sind das ja nur ein paar Karosserieschäden. Also um Gottes Willen, ist ja nicht schlimm. Und auch das könnt ihr euch einstellen, ne? Wenn ihr frustresistent seid, also Frust ab könnt, ihr könnt auch enormen Schaden einstellen, also richtig Hardcore-Schaden. Das mache ich natürlich nicht, weil ansonsten sind wir bei jeder Etappe aus dem Rennen draußen. Weil enormer Schaden ist in dem Spiel echt heftig. Ich habe es schon ausprobiert. Einfach rechts. Achtung, in leicht links. Mitte links. Einfach rechts. Achtung, einfach rechts. Nicht schneiden. Und einfach links. Einfach rechts. Und einfach rechts. Mach zu, scharf. Nicht schneiden. Scharf links. Ja, komm, fahr. Achtung, leicht links, mach zu, scharf, nicht schneiden. Das Einzige, was ich ein kleines bisschen bemängeln würde bei dem Spiel, ist die Handbremse, weil ich glaube, egal bei welchem Rallye-Auto, egal ob jetzt Allrad, ob jetzt Front oder Heck, die Handbremse, die müsste meines Erachtens ein bisschen besser greifen. Also wenn man Handbremse drückt, dass man auch wirklich besser um die Harnadelkurven rumkommt. Also die Handbremse, die ist mir persönlich hier und da ein kleines bisschen zu schwach. Aufpassen, irgendwo hier sind wir eben runtergeflogen. Einfach rechts. Ich habe nicht aufgepasst, bei welchem Sektor genau, aber in irgendeinem dieser Sektoren sind wir vorhin runtergeflogen. Was war das jetzt? Hoppala. Da ist mein Hoppala passiert, ein kleines bisschen weit links an die Steinmauer gekommen. Hoppala. Einfach links. Ich sollte nicht so viel mit Franzi zocken. Einfach links, verdeckt. Mittel rechts. Das Hoppala, das färbt ab. In einfach links. Einfach rechts. Aber es macht Spaß, mit Roman und Franzi zusammenzocken. Ich sag nur LS22 Community Streams. Also, das macht einfach Spaß, wie gesagt. Auch in diesem Video sei nochmal ganz gerne gesagt, oder sei nochmal dazu gesagt, schaut auch gerne in die Videobeschreibung. Einfach rechts, nicht schneiden. La.
Langsam, einfach links. Die anderen drei Mitte Jungs links. Würden sich auch riesig freuen, wenn ihr ein bisschen Liebe da lasst. Sind alle drei verlinkt. Langsam, einfach links. Mittel rechts. Mauer innen. Dann aufpassen. Oh, das war Glück im Unglück, dass ich über diese Kante gerade drüber fahren konnte. Langsam, einfach rechts. Mach zu, Mittel. Ich glaube, das war gerade die üble Kurve, wo wir eben rausgeflogen sind, ne? Mach zu, scharf. Ne, wenn ihr diese Hoppala-Frau sehen wollt, also nicht sehen, sondern hören wollt, dann schaut natürlich gerne bei unserem guten Roman vorbei. Der macht nämlich die gute Franzi im LS22-Projekt nämlich auch mit. Einfach rechts, langsam. Ich muss mal gucken, eventuell packe ich sie euch auch mal in die Videobeschreibung, wobei ich immer denke, ich habe mit ihr keine Projekte, deswegen denke ich mal, dass das reicht, dass ich da Tobi und Roman und auch Lars drin habe. Aber der gute Roman wiederum, der hat bei den LS-Projekten natürlich auch die gute Franzi verlinkt, weil sie ja bei diesen Projekten mitmacht. Das macht auch Sinn. Also nicht, dass ihr mich da falsch versteht oder so, um Gottes Willen. Also ihr könnt doch gerne mal bei der guten Franzi dann vorbeischauen. Der Link ist unter anderem, wie gesagt, in den LS-Streams in der Beschreibung zu finden, beim Roman auf dem Kanal, weil dann wisst ihr auch, wer die gute Franzi ist. Damit ihr auch wisst, über wen ich hier spreche und warum ich sage, oh, da habe ich mir die Hopperlaff so ein bisschen ja, abgewöhnt. Das eine oder andere glaubt man ja auch bestimmten Leuten. Da passieren immer in LS sehr, sehr viele Hopperlaff. Leicht rechts. Leicht links. Weil ich glaube, zu viele Verlinkungen in der Videobeschreibung, das verwirrt euch dann auch. Wer ist wer, wer ist was. Leicht links. Lars habe ich ja wiederum in der Videobeschreibung drinstehen, weil er mich auf seinem Kanal auch verlinkt hat. Das ist dann nur Lars gegenüber fair, weil er mich da auch verlinkt hat. Ja, und Roman und Tobi wiederum, die sind ja in der Videobeschreibung verlinkt. Weil mit den beiden habe ich ja auch hier und da meine Projekte. Schikane rechts Eingang. Also mit Roman habe ich ja freitags und samstags immer die Projekte. Wie gesagt, die Livestreams sind bei Roman auf dem Kanal zu sehen. Und mit Tobi wiederum habe ich ja eigentlich auch meine Projekte. Die sind nur gerade ein bisschen eingefroren. An wem auch immer das jetzt genau liegt, weiß ich nicht. Ob das jetzt an mir liegt oder ob das jetzt an Tobi liegt, das möchte ich aber hier im Video nicht 100% erläutern. Weil da kann ich nichts dazu sagen, weil da muss dann Tobi sich eigentlich melden, wann es weitergeht oder weitergehen kann. Und ich muss mich dem dann versuchen anzupassen. Deswegen ist Tobi wiederum verlinkt. Aber das werde ich mit Tobi auch mal abklären, die Tage. Also ich werde die Tage jetzt einfach mal Tobi schreiben. Wie sieht's aus? Machen wir am Sonntag wieder spontan weiter mit Far Cry 5 irgendwann. Oder wenn nicht diese Woche, machen wir dann wenigstens nächste Woche mit Far Cry 5 weiter. Weil das unser aktuelles Projekt wäre. Weil dementsprechend muss ich mir die Tage auch frei halten, die Sonntage. Oder so und so weiter und so weiter. Und spontan kann immer mal ein Live-Video mit entweder Roman kommen, wie ihr ja am Mittwoch gesehen habt. Der Feuerwehr-DLC, den wir am Mittwoch bei Roman gestreamt haben, der war ja auch mehr oder weniger spontan. Also spontan Sachen mit und Tobi oder mit Roman können immer mal kommen. Mittel rechts. Ah, nicht zu schnell, nicht wieder kurz und viel verkacken. Nein, 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 bitte nicht. Komm hoch. Nein, jetzt nämlich nicht zurücksetzen da. Ja, egal, ich nehme die Strafe jetzt in Kauf. Kurz und viel wieder, weißt du, ey, das gibt's nicht. Kurz und viel. Typisch Maulwurf. Ich glaube, wenn jetzt Totalschaden gewesen wäre, dann hätte ich keinen zweiten Neustart mehr gegönnt. Dann hätte ich gesagt, komm, kurz und Ziel, auch die ganz lange Etappe, jetzt fahre ich sie nicht nochmal neu. Ich glaube, da hätte ich es auch gelassen. Scharf rechts. Ja, egal, wird schon. Jetzt kriegen wir noch einen Servicebereich nach der langen Etappe und dann geht es, glaube ich, zur letzten Etappe von der Rallye. Einfach rechts. Ja, es war wieder so ein Dummheitsfehler jetzt gerade. Über Ziel, bis Stopp. Okay, das ist eine Zeit von 11 Minuten, 15,9.
eine sehr sauber gefahrene Etappe und das ist ein tolles Ergebnis für die Crew. Oh, meine Reifen waren auch kaputt. Die waren nicht mehr gelb, die waren schon rot. Meine Reifen sind kaputt, okay. Oder? Weich? Nee. Die gelben Dinger waren auch weich, weich, weich. Also hatte ich keine anderen Reifen. Das waren meine Reifen sind runter, würde ich mal sagen. In dem Fall heißt rot gleich kaputt. Gelb ist, wenn sie medium abgenutzt sind. Und grün, wenn sie noch top sind. Nächste Etappe. Ja, dann ist kein Wunder, dass wir gerade so weggerutscht sind, kurz am Ziel. Wenn die rot waren, die Reifen. Also runter. Was war das für ein spannendes Event bisher? Aber wir befinden uns jetzt auf der letzten Etappe, wo noch immer alles verloren oder gewonnen werden kann. Okay, wir haben keinen Service mehr. 5, 4, 3, 2, 1, go! Das heißt, ich muss mit den heruntergekommenen, abgenutzten roten Reifen jetzt die Etappe fahren. Also gerade in den harten Kurven jetzt ein bisschen aufpassen. Kehre links, nicht schneiden. Weil die Reifen können auch platzen, wenn sie ganz runter sind. Mittel rechts. Kuppe. Kuppe. Und leicht rechts. Da würde ich mir jetzt noch eine Reifenanzeige irgendwo als Hub wünschen. So wie bei den Formel 1 Spielen. Mit Prozenten, dass ich jetzt auch an den Prozenten der Reifen sehen würde, wie krass sind die runtergefahren. Kehre rechts. In Mitte links. In einfach rechts. Schneiden. Und einfach links. In einfach rechts. Achtung, leicht links. Nach Kreuzung, mach zu, scharf. Einfach links. In Welle. Und einfach rechts, über Welle, in einfach links, langsam, einfach rechts über Kuppe, kehre rechts. Ja, die Reifen, die schieben einfach nur noch, die sind runtergefahren. Und links, mach zu, einfach, und einfach rechts, und einfach links, langsam, einfach rechts. War aber dann mein Fehler, weil ich hätte ja beim Service, glaube ich, wo wir beim Service waren, gucken können wegen Reifen und einen anderen Reifen mitnehmen, beziehungsweise wenn ihr anfangs bei den Events einen Shakedown macht, ich lasse den Shakedown ja meistens aus, weil ich ins Rallye-Geschehen rein möchte. Wenn ihr aber den kurzen Shakedown macht, dann könnt ihr noch einen Ersatzreifen mitnehmen, wenn ihr einen Platten unterwegs kriegt oder halt auch um bei den Servicebereichen dann später, wenn ihr einen Service habt, bevor ihr in die nächste Rallye-Etappe geht, einen frischen Reifensatz aufziehen könnt. Das mache ich ja meistens nicht, also Mitte bin ich auch selber schuld ein bisschen. Kuppe nach Kreuzung und Mitte links. Ah gut, dafür spielen wir ja auf einem relativ niedrigen Schwierigkeitsgrad. Und also sollte es auch mit abgefahrenen Reifen eigentlich gar kein Thema sein. Mitte rechts. Aber ich möchte den Schwierigkeitsgrad auch nicht höher stellen für den Fortschritt, weil wir wollen ja Fortschritt machen. Weil wenn ihr da wirklich Hardcore-Spieler sehen wollt, dann schaut bei Delve Gaming zum Beispiel vorbei, weil der hat einen hohen Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, der spielt sogar tatsächlich auf 100. Aber selbst der regt sich über den Schwierigkeitsgrad auf, weil in kleineren Fahrzeugklassen wie Junior WRC oder so, da rockt er alles easy going. Und in den hohen Klassen, Gruppe B oder auch in der WRC und so, da hat er massive KI-Schwierigkeiten. Also das Balancing in dem Spiel ist sowieso noch nicht da. Also Rallye-Spiele haben kein richtiges Balancing, aber nicht nur Rallye-Spiele, sondern allgemein Rennspiele haben kein Balancing. Das heißt, es kann passieren, ich mache die Schwierigkeit jetzt hier 10, 20 Stufen höher und wir fahren nur noch hinterher. Da habe ich ehrlich gesagt auch keine Lust drauf. Dann lasse ich das einfach so, wie es jetzt die Grundeinstellung, wie sie eingestellt waren, lasse ich einfach so. Einfach, dass wir Fortschritt schaffen und ich sag mal, an so vielen Events wie möglich dran teilnehmen können. Das macht für mich persönlich am meisten Sinn, aber das muss auch jeder, der es dann spielt, für sich selber entscheiden. In einfach links. Leicht rechts über Kuppe. Also mein Spaßfaktor ist, sage ich mal, die Rallyes zu überleben und das Ziel ist der Weg, also ins Ziel ankommen. Mir geht es hier nicht gar nicht so hart da um den Wettbewerb, darum die KI zu besiegen und immer so, ich muss ja hart am Limit fahren, damit ich die KI besiegen kann, darum geht es mir gar nicht. Also einfach für die Leute, die dich halt mal gefragt haben, sag mal Maulwurf, ist dir das nicht zu langweilig?
Mach zu, scharf. Nein, es ist mir nicht zu langweilig, weil mir kommt es halt auch auf die Stages drauf an. Also einfach. Einfach das Fahren an sich macht mir gerade in diesem Rallye-Genre so viel Spaß. Einfach nur das Fahren und immer das damit leben. Schaffe ich die Etappe oder schaffe ich sie nicht? Deswegen normalerweise müsste ich auch sagen, ja, wenn Totalschaden, dann Totalschaden. Normalerweise ja, weil das ist ja mein einzigster jetzt, sage ich mal, Aspekt, wo ich gesagt habe, von wegen, ja, okay, das ist so ein bisschen mein Adrenalin. So von wegen, wenn man fällt, hat man selber daran gescheitert und geht zum nächsten Rennen und lebt mit den Konsequenzen. Und wenn man nicht fällt, dann hat man sein Ziel erfüllt, sozusagen. Das ist so meine Challenge eigentlich, aber wie gesagt, so zwei, drei neue Starts, wenn es denn passiert, wie auf der Etappe hier vor, würde ich mir schon gerne rausnehmen, aber ihr könnt ja mal dazu in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Scharf links. Und wir hatten ja sogar nur einen Neustart gebraucht, also in der Etappe hier vor. Und ich sage mal, einmal ist kein Mal, oder wie war das? Achtung, einfach links, in einfach rechts. Und einfach links. Kuppe. Mittel rechts. Einfach links. Leicht rechts, langsam. In leicht links. Scharf rechts. Und scharf links. In mittel links. Macht auf einfach. Und leicht rechts. Kuppe, mittel links. Mittel rechts. Mitte links, über Ziel, bis Stopp. Okay, das ist deine Zeit von 6 Minuten, 10,1. Ja, keine Ahnung, was Flat Quest Racing ist. Bestimmt eine andere. Nee, ist auch die Serie. Also ich bin nur Zweiter, aber mit dem Flat Quest Racing punktgleich. Okay. Diese Teams können aufatmen und ihren Platz auf dem Siegerpodest einnehmen, bevor das alles von vorne beginnt. Von Platz 1 bis 3 haben wir Brookie, Shanghai und Crichton. Und damit wären wir am Ende dieses Events angekommen, das uns von Anfang bis Ende in seinen Bann gezogen hat und bei dem ein beispielloses Niveau an Können gezeigt wurde. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja. Beim nächsten Mal wieder, habt ihr gehört, habt sie gesagt. Also würde ich sagen, wir schließen das Event noch ab. Wenn ihr dann noch Interesse habt, schaltet natürlich auch gerne in die nächste Folge wieder ein. Und hier würde ich mich freuen, wenn ihr wie üblich liken, kommentieren. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, natürlich auch sehr, sehr gerne abonnieren. Ihr wisst ja, das hilft mir und dem Kanal immer weiter. Damit würde ich sagen, ist die 4WD Global Asphalt Series ist auch beendet. Schön, dich zu sehen. Das beim letzten Event nenne ich wahre Fahrkunst. Ehrlich, so ein Eventsieg ist keine Kleinigkeit. Du solltest stolz auf dich sein. Ja, noch kurz gucken. Reparaturen nach dem Event, das kommt noch dazu. Ja, kam man damit aus. Haben wir alles geschafft. Das sind die Punkte. Ja. Das haben wir geschafft. Fahrzeug unter Budget Techniker. Teammitglieder habe ich ja nicht, das ging kein Geld. Und Reparaturen, ach so, es war insgesamt 51.000, aber auch über 100.000. Also, das ist gut. Bleibt für alle Konten innerhalb deines wöchentlichen Budgets. 2 von 4, ja, das haben wir ja schon einmal geschafft. Das ist schon das zweite Mal, dass wir es schaffen, um die Beziehung vom Sponsor hochzumachen.
2 von 4, okay, das haben wir auch, das haben wir auch. Ja, dann würde ich sagen, bevor es dann in Woche 8 das nächste Mal weitergeht, wie gesagt, wir sind durch mit dem Liken, Kommentieren, Abonnieren. Wie gesagt, das kennt ihr ja schon. Wenn ihr ganz viel Lust habt, schaut natürlich auch bei den angesprochenen Partnerkanälen vorbei. Die drei würden dich halt auch riesig freuen. Findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und dann sage ich erstmal, bis zur nächsten Folge. Peace over and out, euer Maulwurf. Ciao, ciao.